Ein Rehbaby war am Ertrinken, bis dieser Hund dies tat. Während sie sich auf den Weg in den Wald machten, bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. Sein Hund war verschwunden. Er suchte die ganze Gegend ab, aber es gab keine Spur von dem Tier. War er in Schwierigkeiten geraten? Der Mann geriet in Panik. Ralph Dawn lebte ein friedliches und einfaches Leben. Er hatte nicht viele Freunde und seine Routine war meistens dieselbe. Er ging zur Arbeit, kam abends zurück, um danach einen Spaziergang zu machen. Der Mann hatte bald das Gefühl, dass er etwas Abwechslung in seinem Leben brauchte. Dann beschloss er, eine Facebook-Seite zu eröffnen. Durch diese Entscheidung wurde ihm schnell klar, was ihm die ganze Zeit gefehlt hatte. Wenn Ralph von der Arbeit zurückkam, machte er sich das Abendessen, setzte sich dann an seinen Lieblingsplatz und scrollte durch seinen Facebook-Feed. Zuerst war ich mir nicht sicher, was ich posten sollte. Wen würde schon interessieren, was ein 50-jähriger Mann zu sagen hat? Ich habe nicht einmal ein Profilbild hinzugefügt, aber es hat mir Spaß gemacht, den Feed zu lesen, erklärte Ralph. Eines Tages bekam er eine Nachricht von einer Filipina. »Ich weiß, dass du ein gut aussehender Mann bist, aber wo ist dein Bild?«, schrieb sie und fügte ein lachendes Emoji hinzu. Obwohl ich nicht geantwortet habe und sie nie wieder eine Nachricht geschickt hat, fühlte ich mich durch ihren Text wohler und fügte einige Wochen später mein Bild hinzu. Später, in dieser Woche, machte Ralph auch seinen ersten Beitrag und erhielt einige Likes und Kommentare. In den nächsten Tagen wurde Ralph auf Facebook immer aktiver. Eines Tages stieß er auf eine Gruppe, in der Menschen Bilder und Beiträge über ihre Haustiere teilten. Von all diesen Leuten fand Ralph den Beitrag eines Teenagers sehr faszinierend und dieser junge Mann brachte Ralph dazu, etwas Mutiges zu tun. »Dieser Teenager hat immer über seinen Hund Cherry gepostet. Sie haben alles zusammen gemacht«, erklärte Ralph. Bald mochte Ralph diesen Teenager und seinen Hund sehr und freute sich immer auf ihre Beiträge. Eines Morgens wachte Ralph auf und fühlte sich ungewöhnlich niedergeschlagen. Er hörte, wie sein Telefon mit vielen Benachrichtigungen brummte, aber er schaute nicht nach. Es war, als ob ihn etwas beunruhigte, aber er wusste nicht einmal, was das war. Als es fast Mittag war, nahm Ralph endlich sein Telefon in die Hand. Der Mann hatte seit Jahren nicht mehr geweint, aber was er gleich sehen würde, würde ihn zu Tränen rühren. Als er Facebook öffnete, stellte er fest, dass die Benachrichtigungen von der Tiergruppe stammten und dass es mehrere Kommentare gab. Als er sie durchblätterte, fiel ihm das Wort Cherry ins Auge. Warum stand in allen Kommentaren das Wort Cherry? Ralph geriet in Panik. Schnell öffnete er die Gruppe und nachdem er ein paar Beiträge durchgescrollt hatte, fand er eine mit über 1000 Kommentaren. Es war ein Beitrag von einem Teenager. Das erste, was Ralph auffiel, war, dass die Augen des Jungen rot waren, als hätte er die ganze Nacht geweint. Aber eine Sache war auch ungewöhnlich. Der Junge war der Einzige auf dem Bild. Er machte nie ein Foto ohne seinen Hund. Ralph war so verwirrt, dass er die Bildunterschrift gar nicht bemerkte. Erst ein paar Sekunden später sah er sie. In fetten Lettern und mit vielen Emojis standen die Worte: »Ich habe sie verloren. Cherry ist gestorben. Sie wurde krank und wir haben alles getan, um sie zu retten, aber ich glaube, sie hatte genug von meinem Essen und meinem Gesicht. Also dachte sie, es sei das Beste zu gehen.« Als Ralph mit dem Lesen fertig war, rutschte ihm das Telefon aus den Händen und er bekam fast eine Panikattacke. Er konnte sich nicht vorstellen, wie viel Schmerz der Typ durchmachen musste. »Wir haben alle gesehen, wie sehr er seinen Hund liebte. Ich hatte großes Mitleid mit ihm. Ich ging in mein Zimmer und weinte mir die Augen aus«, erzählte Ralph. In den nächsten Wochen hörte man nichts mehr von dem Jungen. Er hat nicht gepostet. Eines Tages schrieb Ralph ihm eine Nachricht auf Facebook. Er schrieb: »Das mit Cherry tut mir leid. Du hast mich wirklich inspiriert. Ich werde mir auch einen Hund zulegen. Vielleicht wird er mich genauso glücklich machen wie deine Cherry.« Der Teenager hat Ralphs Nachricht gelesen, aber nicht darauf geantwortet. Ein paar Monate später adoptierte Ralph schließlich einen Hund und nannte ihn Harley. In dem Moment, in dem Harley das Haus betrat, wusste Ralph, dass sich sein Leben für immer verändern würde. Und eines Tages erwies sich dieser Hund als eine süße Seele. Er tat etwas, das Ralph sehr verblüffte. Jahrelang lebten die beiden als beste Freunde zusammen und ihre Liebe wuchs von Tag zu Tag. Alles lief gut zwischen Ralph und seinem tierischen Freund, bis er eines Tages den Schreck seines Lebens bekam. Es war so schlimm, dass er fast durchgedreht wäre. An diesem Morgen wachte Ralph etwas früher auf und hatte Schmerzen, also beschloss er, einen Spaziergang zu machen. In der Nähe seines Hauses gab es einen See, den Ralph oft mit Harley besuchte, also ging er dorthin.
Doch als Ralph an diesem Morgen dort ankam, sah er schon von Weitem ein seltsames Tier. Es stand auf der anderen Seite des Flusses. War es ein Rehkitz? Jedenfalls rief er die zuständigen Behörden an und teilte ihnen mit, dass ein verirrtes Tier in der Nachbarschaft sei, das gerettet werden müsse. In diesem Moment kam Ralph Harley in den Sinn und es wurde ihm klar, dass er den Hund an diesem Morgen nicht gesehen hatte. Die Ereignisse der letzten Nacht kamen Ralph langsam in den Sinn. Er erinnerte sich daran, dass er am Abend zuvor so müde gewesen war. Er hatte sein Abendessen im Schlafzimmer eingenommen, die Tür verschlossen und ein Nickerchen gemacht, in der Hoffnung, dass er Harley später hereinlassen würde. Aber er war erst heute Morgen aufgewacht. Wo hat der Hund also die ganze Nacht geschlafen? Warum war er nicht einmal im Wohnzimmer oder auf dem Balkon, dachte Ralph, als er so schnell er konnte nach Hause lief. Als er nach Hause kam, stand die Haustür weit offen. Als er das sah, packte ihn die Angst. Hatte er vergessen, die Tür zu schließen? Nein, den Gedanken verwarf er schnell wieder. Jemand muss im Haus gewesen sein, vermutete er. Harley! Ralph schrie so laut, dass er den Frieden in der Nachbarschaft störte, aber es kam keine Antwort. Er rannte in die Küche, er kontrollierte die Toilette, den Laden und guckte sogar unter dem Bett, aber es gab keine Spur von Harley. Erst als ich etwas Salziges schmeckte, merkte ich, dass ich geweint hatte, sagt Ralph. In diesem Moment erinnerte sich an den Hund des Teenagers und hatte Angst, dass er auch Harley verloren hatte. Er rannte aus dem Haus, um die ganze Umgebung abzusuchen. Plötzlich kam ihm eine Idee. Es gab einen Ort, den er noch nicht überprüft hatte, den See. Also eilte er hinunter, während er sich an die schöne Zeit mit seinem Hund erinnerte. Dort angekommen, entdeckte Ralph etwas, das ihn zusammenzucken ließ. Direkt im Wasser war Harley. Obwohl dieser Hund ein guter Schwimmer war, befürchtete Ralph, dass er ertrinken würde. Also schnallte er schnell seine Sandalen ab und wollte ins Wasser springen, aber da fiel ihm etwas Lustiges auf. Er sah das seltsame Tier, das er vorhin gesehen hatte. Dieses Mal war er sich sicher, dass es ein Reh war. Aber im See geschah etwas sehr Herzerwärmendes. Direkt neben dem Reh war Harley und der schob das kleine Tier zurück ans Ufer. Offenbar war er hineingegangen, um das Rehbaby zu retten. Ich bin mir nicht sicher, wie das Reh ins Wasser gekommen ist, aber Harley war das egal. Er wurde einfach aktiv. Ich war so glücklich, dass er das arme Tier gerettet hat. Nachdem Harley das Reh in Sicherheit gebracht hatte, leckte er den Körper des Kitzes ab, um seine Liebe zu zeigen. Dann lief er auf Ralph zu und wedelte fröhlich mit dem Schwanz. Es war, als ob er sagen würde, »Hast du gesehen, was ich getan habe? Bist du stolz auf mich?« Wie süß. Bald trafen die Retter ein und Ralph sagte ihnen, dass es keinen Grund zur Sorge gäbe. Dann ging er mit seinem vierbeinigen Freund fröhlich nach Hause. Die beiden verabschiedeten sich von dem Reh und dachten, sie würden es nie wiedersehen. Aber ein paar Tage später bekamen sie unerwarteten Besuch. 3 Tage später wurde Harley unruhig und rannte von Fenster zu Fenster. Es war, als ob er etwas gesehen hätte und er unbedingt hinaus wollte. Dann öffnete Ralph die Tür und Harley rannte zu einem nahen Baum. Ralph zog sich schnell seine Sandalen an und lief dem Hund hinterher. Das Reh vom Vortag war auch da. Es war gekommen, um seinem kleinen Retter Hallo zu sagen. Ralph beobachtete, wie sich die beiden Tiere beschnupperten und ihre Nasen berührten. Als Harley zufrieden war, ging er in aller Ruhe mit seinem menschlichen Freund nach Hause. Was für ein unglaublicher und fürsorglicher Hund! Und das alles dank seines fantastischen Besitzers. Ich hoffe, die beiden schaffen gemeinsam noch mehr schöne und bleibende Erinnerungen.